Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon Opening. Das letzte Display hat keine Secret Rare gehabt, deswegen öffnen wir heute noch ein Display. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt das wunderschöne Stück. Ich bin mega hype drauf. Hoffentlich ziehen wir Secret Rare irgendwas. Ja, weil es eine. Ich glaube, wir haben halt zwei. Aber ja, es ist uns schon mal passiert, dass wir sogar zwei Zungen haben. Und Alternative. Das war im Strahlende Sterne war das. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben sogar einen seltenen Hit gehabt, aber nur für die Reverse Slots. Ah, nicht für die Trainer Gallery Slots. Ja, genau. Das Hetera haben das wir heißt, gehabt. Es kann sein, dass vielleicht das irgendwie zählt als dieser Secret Rare. Ist aber eigentlich nur schauen wir mal. Boom, es ist so wunderschön. Und so jetzt viel. Auch noch wirklich schon viel öffnen. Also ich muss sagen, nach wie vor, diese ganzen letzten Sets, die letzten drei, vier Hauptsets, was erschienen sind, so gut von der Qualität, so gut spielbar, und so Pull gute Rate. Pull Rates. Und jetzt auch wieder Silberne Sturmwinde, Lugia, also wirklich gute Fan-Favorite-Pokémon mit dabei. Nicht nur das, sondern es ist mega spielstark. Ja. Das dominiert die Meta gerade des Lugia. Du hast dir gleich die rechte Seite geschnappt. Ja, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist für dich. Aber... Ja, ja, wurscht. Heute ist Gegenteilstag. Gegenteilstag, passt, das heißt, ich fange an. So. Gehen wir rein ins erste Booster. Das ist auch ganz sicher Reihenfolge, aber ich glaube, ich werde gleich nicht... Ich tue von oben runter einfach. So, die Dinge haben wir. Aber, und es fängt schon mal mit einem schwarzen mit einem Code. Ja, yeah, mega stark. So. Ich sag, zwei Secret Rares brauchen. Zwei Secret Rares, genau. Da haben wir da dann Wasserenergie, Argostella, dann Professor Laven, Fandra, Goldra, Comets gibt's Holo, Katapultra hinten nach. Imolga, Palim, Aspiror, Altaria. Und gleich haben wir eine Regidrago wie Fullout haben wir da. Sehr schön. Ja, starte ich schon mal ordentlich rein. Ja, ja. Mega krass. Das ist halt... Zieg noch. Ja, zieh noch. Wunderschöne Karte. Wahnsinn. Na, passt. So, muss ich auch immer gleich tun. Ich mache mal gleich einen den Reverse kommen ja sowieso noch daher. So, ich habe leider nur einen weißen Code, aber... Kann auch was sein, kann auch was sein. War nicht so, dass ich letzte Woche da was Gutes dazu im Zug ja. So, wir haben Wasserenergie. Dann haben wir die Serena, regenerative Energie, Mythodos, Sankabu, Resladero, Geronimatz, Vulpix, Traumato, Traumagil, dann haben wir Reverse Megalon und das war's. Das war die Reverse Holo. Nice. Ja, aber war zu erwarten, ja, wenn wir keinen Hit haben. Yep. Wobei ich halt trotzdem, würde ich schon sagen, jedes zweite Boost hat man Hit. Ja, in etwa. So, das war jetzt ein weißer Code, der geht an euch. Das hat sich Fullout-mäßig angekocht. Angerochen. Omot, Lanturn. Dann haben wir da Vasali, gibt es auch in Fullout da drinnen. Schaut wohl nice aus. Pikachu. Warum es da noch kein Fun-Deck gibt zu dem? Mit den ganzen. Ja, da, eh. Das wäre wirklich stark. So, Araqua, Hutasa oder Hutsasa. Und Esflamio, mein Favorite. Esflamio. Flamio. So, ich tue nämlich immer gleich die Energie raus, weil das ist sonst immer mega zum Sortieren. So, jetzt kommt bei dir ein Weißer. Oh, das ist verkehrt, denn das heißt. Das heißt was. Hat sich schon. Griffel angehört. So, wir haben Finsternis Energie, Dedenne, Quartetstein, dann Morpeko, Carstella, Servol. Seit wann lacht das? Man kann nicht aufhören. Solkern, dann Pupanze. Dann Klick. Klack. Victini Serea. Und ein Routena. Spielt man aber auch, da gibt's ein Deck. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben es auch. Da habt ihr den Code. Gönnt ihn euch, seid schnell im Game. Vor allem jetzt noch mit den neuen Codes, das neue Game. Jeder will die haben. Gefühlt schauen sich viele Leute nur Videos an, dass die Codes bekommen. Ja, das sowieso. Also machen sicher einige. Ja. Die interessiert das gar nicht. Habe ich früher auch gemacht. Habe ich früher auch gemacht, ehrlicherweise. Wablu, Rotom, dann Flushling, Phinexis und Kirlia ist die Reverse Holo. Kirlia. So, siehst du. Ich finde auch, dass zum Beispiel der Meta gerade mir gefällt Psycho extrem gut.
Also Psycho haut wirklich coole Decks raus. Ja, das Mew VMAX. Ja. Dann kommt letztendlich der schwarze Code der erste. Ich sag jetzt. Ja, das hast du schon vorher gesehen. So. Mapping. Na, brauchst du 4. So, wir haben die Pflanzenergie, dann Dunfan, Kevikadami, Schlappohr, Monozyto, Zubat, Pyroglon, Tampignon, Relicant, Zubat, das Reversal, ein Ariados. Ja. Aber das finde ich das Artwork, es ist halt wirklich schön. Mit das mit den Spinnen. Ja. Ja. Das ist nice. Also. Das haben sie cool gemacht. Coolie Woolie. Ja, du legst da mal vor mit dem Ariados. Tja, hol mal auf. Hol mal auf, mach ich gar. Mach ich schon. Ja, wieder. So, da könnt ihr euch einen Code. Dann haben wir da Elektroenergie, Psiaugon, Arena Trainer, Kirlia, dann Psiau, Farbigel, Flammia. Das ist Udas Katzendeck. Mhm. Also Set, ja. Lampi. Oh, Chatrago! Auch nicht schlecht. Erster Hit. Was haben wir dann noch? Ein Arktos. Ein Arktos. Das haben wir auch schon so oft gezogen, gell? Das Arktos ist Wahnsinn. Ich glaube 7-8 Mal. Weil ich öffne auch außerhalb Booster. Achso, aha. So, gleich in die Sleeves, die Holler. Bis jetzt, ich habe einen Hit, das gehabt, das war irgendeiner. Meine Seiten fühlt sich. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Reverse? Wirklich jetzt. So, wir haben Elektroenergie, dann Arbeiterin, dann Sonflora, urzeitlich Altar, Pikachu, FM, Togedemaru, Garnovil, und Flaschling, Cresselia, Easteria und ein Metang. Was wir noch nicht on-cam gezogen haben, ist Rayquaza in Gold, das ist Schwarz-Gold, oder das Duraludon. Die zwei Schwarzen, was es im Trainer Gallery gibt. So, da haben wir dann in Code. Das war nämlich ein Reverse. Shadrago. Dann Raichu. Mitsunder. Kolossand. One. Es ist ein Loch. Es ist ein Loch. Pupante. Songkern. Fampi. Servol. Und Gardevoir ist die Rare. Und Pandir. Ja, bis jetzt dabei. Die Energien, wenn es fliegen. Die Hits. Da vier Baller am Schluss. Ja, muss dann. Oh, oder jetzt. So, No Energy. Ja. Schon sehr dunkel. Dunkel. Ein Glied dunkel. Humanolith. Golbat. Ich überlege gerade. Ja, wurscht. Ich kann mir meine Kimono-Trägerin, auch coole Karte. Bashwa. Phynx. Dann Weberak, perfekt zum Ariados, Tanhel, Gliebunkel, dann unbekanntes Fossil. Habe ich mal was anderes als eine Ball? Ein Hisui Akani Wii. Kann man auch spielen, ist auch ein cooles Deck. Das Geile ist diesen Volleffekt aus dem Auge drinnen, zeig ich einmal. Ja. Das ist schaut urarg aus. Das sieht man nicht. Jetzt sieht man, schaut urkrass aus. Aber ich habe zumindest schon Unos Hitos. Unos Ditos und ich habe weißes. Die weißen Codekarten sind immer verkehrt, was ist mit ihnen? Oha! Ist da was gestört? Wo ist da? Ja, das ist jetzt mein einzig guter Hit. Naja. Naja. Aber Regidrago spielt man da nicht, gibt es da nicht noch ein Deck auch dazu? Mhm. Was ist? Gibt diese ganzen Regi. Nicht nur das, es gibt auch Alternative von dem. Fione ist die Rare und ein Viridium. Ich weiß es nicht wieso, aber wieso denke ich immer bei Viridium an das Wort Pizza? Ich weiß es nicht, Viridium Pizza. Okay. Ich habe keine Ahnung, womit ich das verbinde, aber seit wir da diese eine Box da aufgemacht haben, ich weiß es nicht. Viridium, vielleicht gibt es irgendein Medikament. Wie nennt man das? Gewürz? Vielleicht wegen Basilikum? Ja, vielleicht wegen dem, was sie immer sagen. Irgend sowas, ja. Basilikum. Eigentlich sagen sie Basiliakum, keine Ahnung. Die TikTok-Trends. Das ist die Rare und ein Vasili. Achso, du hast dann weißen gehabt. Genau. Alles für ein. Schon geschreddet. Oha, schwarzer Coach schon wieder. Das ist ja Wahnsinn, was der da hat. Schaut, ja, und ich wollte eigentlich die rechte Seite haben. Ja? Lässt mir es geben. So, vier Karten. Fire! Morpeko! Das böse Morpeko. Dann
Eingreifendes Aroma, Schnäppke, FM, Finks, Gunnowheel, Gramurks, jetzt kommt die Reverse, Lumpy und ein Ursol Luna Wii haben wir da. Auch nicht schlecht. Das Schutzschicht. Auch ein Kampf-Pokémon. Ja. Und da auch wieder in die Augen hat es diesen Effekt drinnen. Ich finde ja trotzdem so nice, dass Pokémon noch immer so günstig auch zum Spielen ist. Also Sammler haben es wirklich schwer bei Pokémon, weil halt die seltenen Karten wirklich teuer sind. Aber die Spieler, die haben es halt, also das ist Pokémon TCG, so nice. Easy. Vor allem, weil es auch so gute Decks und auch in diese Starter-Kits auch immer wieder diese Staple-Trainer-Karten drin sind. Das ist so nice. Aranestro, Haspir, Ohr. Oder die Trainer-Tool-Kits gibt es ja auch. Ja, meine ich halt, immer. Diese Trainer-Tool-Kits, das sind so gute Karten. Tatire, Palim, Palim, Klicke-Di-Klack, ist die Reverse. Ist auch sehr spielstarke Karte, so Klicke-Di-Klack, okay. Reverse, guter Hit. Und ein Fiaro, weil er nämlich die Fähigkeit hat, du kannst ja gleich mal direkt drei Energien anlegen an jedes Pokémon, wie du willst und auch in jeder Reihenfolge, das ist halt sehr gut. Und du brauchst es halt nur entwickeln. Und einfach mal so nur auf die Bench was legen und einfach drei Energien anlegen an welche Pokémon, ist halt not so bad. Das ist nicht bad, ja. So, war weißer Code, dann gehen wir rein in Firnodentor. Hoppala, Megalon, Fukano. Dann haben wir Traunfugil. Atraun. Wailmer. Atraun. Wailmer auch. Sehr cooles Deck mit Wailord und Wailmer. Kramurx, Emolga, Viridium und Psiaugon. Warum mag das nicht mal? Das war's hier leer. Die Hits. Wo sind die? Aber es ist echt gut. Es ist ja gut, weil. Es bleibt spannend. Ja, es bleibt spannend. Dumm, wenn am Anfang schon 20 Hits da sind. Sondern wenn das dann bis am Schluss kommt. Der Schimmler. So, der Schimmler. Psycho Energy. Blättriger Tan Poncho. Nicht Tom Poncho. Ja, Siegfried, Saboine, Fabigel, Psiao, Dratini, Lampi, Mediti, Keldeo, ist die Rare und ein Ganovil. Nice. Ich glaube, da haben wir irgendwie am Samstag gesagt, wir haben so Tampacho oder so am Anfang gesagt. Tampacho, ja, irgend sowas. Ist das nicht los zum Essen? Ein Poncho ist ein Regen. Also Carpaccio, ja. Meinst du, ja? Ja. Das ist zum Essen. Aber der Tamponcho ist halt eh so ein Tarnumhang. So, einer ist deiner Lieblings-Pokémon. Detene. Artetstein, Bonita, Blutzug. Mag die Mäuse. Ich stehe auf Mäuse. Ich stehe auf Mäuse. Okay, Paschwa. Kobalium und Flaschling. Na, wo sind die Reißer? Wo sind die Reißer? Wo sind die Hits? Wenn wir jetzt ein Livestream wären, diejenigen, was jetzt erst eingeschaltet haben, hätten nichts verpasst. So. Na ja, den ersten Pool. Der erste war halt. Aber wenn wir Livestreamen, ist verpasst sowieso nichts, weil wir sterben die ganze Zeit in alle Spiele. So. War das ein Weißer? Ja, es war ein Schwarzer. Gut. Kann einmal ein Hit sein. Ich habe mir nicht geglaubt. Altaria. Da Tignis. Pandra. Lilminip. Flammio. Gramurx. Wablu. Schaut irgendwie so, dass so einen geschwollenen Backen. Ich sag Lugia wie. Ja, genau. Rotom, kann ich. Farbigel! Oh! Ein Aerob Derux. Auch sehr cool. Eigentlich ist ein nice Pack. Farbigel ist cool. Auch nicht so unspielstark, aber Aerob Derux ist auch sehr spielstark für Lugia. Muss man spielen. Das ist die Hauptfähigkeit. Ja. Ja, genau, eigentlich ohne die Engine kann man schwer die Sachen anlegen. Ja. Aber muss ich sagen, war ein gutes Pack. Ja. Wirklich, wirklich gutes Pack. So, jetzt kommt bei mir auch mal wieder ein Schwarzer an der Reihe. Seit langem wieder. Da würde ich sogar sagen, das ist ja der Dixers. Das ist der Masli, also wie du alle holst. Ja, ja, sicher. Right. Unbekanntes Fossil, die Frieda haben wir da. Sankabu, Resaltero, Geronimatz, Vulpix, Traumato, Barschwa und ein Metagross haben wir da. Das ist sehr groß, das Gross. Metagross. So, wie viele Hits haben wir denn eigentlich schon? Wenig. Wenig, ja. 7, 8, 9. 9 erst, also ich glaube, was wir letztes gehabt haben, wir sogar 20 gehabt. Ja, 20, 19, 19 20, 20 ja. Sowas, ja. Das war halt. Ja, die Banger kommen zum Schluss. Ich glaube, es war weißer Code, oder? Ja. Da. Das Beste kam zum Schluss. Hypno. Kramchef. Vulnona. Flunschlink. Vulpix. Schneppe. Fuegro.
Und? Ein Aranestro. Ein 8 Reverse-Hit, wenn man gut Reverse-Hit gehabt. Oh, jetzt habe ich zwei schwarze Codes hintereinander. Aha, also die linke Seite ist eindeutig. Ist besser. Es muss jetzt dann eh am Schluss ordentlich ballern. Ja. Also wir müssen jetzt dann jedes zweite Pack eigentlich einer von uns immer einen Hit haben. Einen Hit haben, ja. Lipomentas oder ein Doppel-Hit. Oder ein Doppel-Hit, ja. Mhm. Ich liebe das Artwork. Lil Minip, Lampi, Castadur, dann Pikachu. Strahlendes Hikachi! Auch sehr gute Karte zurzeit. Mega spielstark. Mega spielstark. Wird in fast jedem Deck gespielt, was gar keine Strahlen spielt. Und? Wow! Energieumschalter in Gold! Sehr geil, Goldkarte. Ja. Gutes Pack mit zwei ja. Hits. Secret Rare und ein strahlendes. Das ist stark. Da haben wir jetzt endlich die Secret Rare. Mhm. Krank. Nice. Ist okay. Aber wir kriegen eh zwei. Also. Ja, stimmt. Wir kriegen zwei. Eine schöne Goldkarte. Ja, wirklich krass. Warum ist da wohl die Feuerenergie drauf? Feuer! Da haben wir jetzt ein Glurak ziehen. Die guten Hits kommen drauf. Welche guten Hits von mir? Ah, Siachi ist auch cool. Wir haben auch immer so zwei, drei strahlende Zogen. Genau, zwei sind sie immer zu durchschnittlich drinnen, ja. Rosana, dann der Brian. Garstella. Stella, sehr wohl. War schon wieder schwarzer Code, Sonken, oder? Ja, ja. Was kommt jetzt? Ich glaube ein Double Hit. Na, okay, Victini. Aber so auch Rare Reverse ist cool. Oh, Siegfried! Geht gleich und weiter. Roy. Ja, geht gleich weiter. Sehr cool. Ja. Mit einer Trainerkarte. Wunderschön auch. Der Siegfried. Na bitte. Ja, kann ich nicht mehr sagen, du bist trotzdem besser. Der aber Gold. Haben wir nicht den Siegfried schon mal gezogen? Ja, den haben wir schon mal gehabt. Ja. Trainer Galleries haben wir wenige. Eine erste, ja. Normal so machen. Nein, zwei. Aber. Wo eine zweite? Habigl und. Ah jo. Shadrago. Shadrago. Dann, das war wieder weißer Code. Professor Laven, Fandra, Anorit, Monozyto, Zubat, Pykralon, Tampignan, Relikant, jetzt kommt die Rare, das Hüsui, Waschakwil und ein Monozyto. Ja, der kann blau. Monozyto. Ah, der Wahnsinn. Energie, der leuchtet, der Wahnsinn. Aber die geschuldete Secret Rare ist da. Ja. Fehlt nur der zweite. Ja. Genau, jetzt haben sie mal das Mindeste und jetzt fehlt noch der zweite. So, wir haben Pflanzenergie, regenerative Energie, Methodos, Wie-Schutzenergie, auch sehr coole Karte. Spielt man auch im Lugia Deck, ja. Dann Phynx. Fermikula, Tanhel, Emolga, Klickety-Klack, ist die Rare und ein Pupanze. So. Also man kann auch so die Decks auch wirklich sehr gut spielen. Man muss jetzt nicht dreimal die ganzen teuren Karten haben, aber ich sag mal, die Hauptengine, was man spielt, dann passt das. So. Toxic Quark, Rosana, da gibt es ja auch eine urleibende Trainer Gallery von der Rosana. Mhm. Urstark. Phynx, Weberak, Tanhel, dann Klipunkel, dann die Arbeiterin und ein Margarina. Magiana. Wii haben wir da. Die haben wir noch nicht gezogen. Ja, aber schaut auch cool aus. Ich glaube, diese Magiana, die hat's. Da haben wir. Wo wir beim Pokémon Unite mitgespielt haben, haben wir solche Teamboxen bekommen. Als Preisgeld. Die haben wir zweimal gehabt. Da haben wir die zweimal gehabt, aber die alte noch. Also, ja. Wo es auch keine Wii und so gegeben hat. Ja. Frag mich nicht, aus welcher Set die waren. Ja, das ist auch schon ewig her. Schwarze Code-Karte. Nice. Aber jetzt haben wir eh schon ein paar Hits. Ich hab's kaum gesehen, der war der Fokus nicht am Stiesel. Nicht am Stiesel. Ja, jetzt haben wir auch. Aber ich glaube, zwei Secret Rares werden wir doch nicht haben. Nein, Elektroenergie. So unwahrscheinlich. Sunder, Dragonier, Omot, Pikachu, Pika. Pika. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Pikachu. Nein, wo ist denn sie? Ganoville. Dann haben wir Flauschling. Dragoran ist eigentlich eine auch Rare. Eine etwas teure Holo-Rare. Ist sehr beliebt, kann man auch spielen. Und was haben wir dahinter? Amoroso. Wie? Ach, cooles Artwork. Haben wir auch noch nicht gehabt. Es ist halt auch schön. Es ist mega schön. Das Amoroso. Schaut arg aus. Ich finde das halt auch cool, dass es gibt ja jetzt schon über 1000 Pokémon.
Und dass aber trotzdem noch immer so die Base-Set-Pokémon mit dabei sind, dass jedes... Die das Gen 1, ja. Das machen sie halt eh mit Absicht, aber es gibt halt immer diese Flashbacks. Das ist so cool. So, das gehen wir weg. Dann haben wir da in Siegfried. Flapterix. Warte mal, bis er Set eine Karte. Es gibt ja dann Roy. Ja, Siegfried und Roy, wir müssten ein Ding machen. So eine Kombo-Karte. Ja, das hat schon. Oh, schon wieder! Oh, yeah! Nice, Hetera Wii. Wir haben zwar Secret Rares. Nein, ist ein Ultra. Ja, es ist ein Ultra, aber auch eine von den seltenen schönen Galerien. Ja. Und auch Hetera Wii, sehr coole Karte. Auch mit der Schwester Joy mit dabei. Ja. Es ist so cool. Wunderschön, die Karte. So, und? Ja, achso, ich habe einen Trick vergessen zu machen. Aber ich finde es auch cool, dass man da die Struktur sieht von der Karte, dass es halt jetzt nicht nur ein normales Foil ist, sondern auch wie andere gute Hits. Wie die ganzen Rainbows oder die ganzen Remakes. Not bad. Richtig schön. Also die rechte Seite hat wirklich besser können. Ja. Ich hab gar keinen Platz mehr. Kommt drauf. So, wie viele Hits haben wir dabei schon? Ich zähle jetzt einmal. 15 haben wir. Oha! Was ist denn da passiert? Oha! Das ist sogar die letzte Karte. Aber 15 Hits haben wir. Ja. Ja. 3 bis 5 gingen wir noch. Genau. Schau, Serena auch sehr coole Karte, sehr spielstark. Whelma auch cool. Tratini. Bashwa. Es pennt einfach. Panti. Das kleine Schwanzel hinten, das ist so lieb. Ist Vampi, ist durch den Wald. Und dann hinten das Flamme, was Angst hat. Dann haben wir als Rare ein Seraora. Und. Oh, strahlendes Simsala. Sehr schön. Ist über die, was kaputt war, oder? Niamin. Na, die war. Die Seraora war. Ah, Gott sei Dank. Die hat dann Aletten gehabt. Ja, aber auch wunderschön. Strahlendes Simsala. Das heißt, 16 Hits sind wir jetzt da schon. Aber es ist halt auch spielstark, aber nicht so spielstark wie Strande Irachi, weil du kannst halt alles mögliche one-shotten. Und ja. Hast du gesehen, was für eine Farbe ich schon wieder gehabt habe? Und nachher dir 3 Karten suchen, wenn es genockt wird. Das ist halt Free Win. Da ging das Deck an. Und wenn es auch Irachi holt, das ist auch gerade am Steigen die Karte. Mega hat man stark. Noch für 1 Euro bekommen, vor, weiß nicht, ein paar Wochen, jetzt geht es auch schon Richtung 2-3 Euro Kurs. Also holt ihr die noch an. Und Galoppa. So geht was weiter bei dem Display. Aber Hetera ist cool. Dass man das Zungen noch mit dazu. Ein zweites Mal. Geht schon wieder. Erwähnt sich eh schon wieder jeder Hit. Also diese Ausbeute, also wenn sich immer überlegt, soll ich mir einzeln Booster kaufen, soll ich mir ein Display aufheben und das. Also okay. 17 Displays Hits haben wir jetzt da schon. Lohnen sich schon sehr. Das ist schon cool. Immer. Vor Energie. So mindestens die Hälfte. Simulara. Wahrscheinlich eigentlich sogar schon mehr mittlerweile mit den neuen Sets. Und vielleicht legt die Poco noch einen um drauf und es gibt dann immer so 3 Rares einmal. Sie müssen endlich Godpacks bringen bei uns. So oder wie in Japan. Dann öffnen die Leute noch mehr. Drassler. Pandir. Was eigentlich gar nicht so dumm mehr. So, Donphan ist die Reverse. Ja. Und ein Katapultra ist die Rare. So geil wie die kleinen Fantrauben. Ja. So cute. Schon wieder ein schwarzen Code. Was ist denn da? Das ist jetzt heftig. Ja. Da gönnt euch den Code! Also viele Hits sollte man immer haben. Ich will es nicht stören. 1-0-1-9 Rotom, Goldra, Ampi, Bashwa, Tartiri, Altaria! Oh, das ist ja nicht einmal noch der Hit. Na? Aber sehr schön. Oh, Lugia! Gleich einmal 2 Hits. Das ist ja so eine spielstarke Karte. Geht ja auch 20 bis 25 Euro da. So stark die Karte. Insane. Ja, Double Banger. Aber ich sag Lugia, nostalgisch, mega cool und auch wirklich zurzeit absolut Tier 0 Format. Spielt jeder, das beste so Metadeck. Stark. Noch ein Lugia. Oh, jetzt haben wir wirklich keinen Bloß mehr. Und da muss jetzt, Pokémon muss halt dann den Power Grip mal schaffen und muss dann mal beim nächsten Set, was rauskommt, ein stärkeres Pokémon als Lugia V-Star bringen. Das ist auf jeden Fall halt schon mal heftig. Ja, ich tue die Reverse Holos weg.
Und wenn zum Beispiel Lugia oder das nächste Hauptdeck-Thema nicht stärker wird, dann wird Lugia, dann, ja, wird Lugia nicht so günstig werden. Also dann müsst also lieber, man hört sich jetzt dumm, jetzt dann noch ranholen. Oder halt warten, bis dann die Reprints kommen in solche Dingboxen. Mhm. Aber warten wir mal das nächste Hauptset an, was dann kommt. So, wir haben einen weißen Code. Das nächste Hauptset ist schon Kamisin und Burbur. Ja. Da freue ich mich dann. Das da wird kommen wieder EX-Karten. Und diesmal kommen wenigstens nicht so viele neue Pokémon. Na. Vielleicht veränderte Formen, aber viele neue halt nicht zum Lernen. Dann haben wir Psychenergie. Wenn dann sie jetzt schon mit dir schwach. Ja. 1000 reichen schon. So, Routena, Togedemaru, Lilminip, Pikachu, Fukano, ach, sehr cooles Artwork. Ja. Klick. Klack. Dann ist Putzasa, die Rare. Und ein Golbat in Reverse. Hinten. Was ist das für ein Pokémon da hinten? Das kleine. Ah, das ist dieses komische. Ist das Servol? Ich glaube, ja. Oder die Freundin. Ah. Oh, es schaut aus wie Servol, ja. Servol, glaube ich, ist das. Habe ich. Ich habe Golbat und Golbat. Energy! Energy! Hübner! Am Chef Fukano, Traunfugil, Wilmer, dann Gramurx und Emolga, Milotic und Gramurx. Jetzt sind wir die Doppel. Nein. Ich hab dann noch Apek. Das ist dann, da ist noch was drin. Das sage ich, da ist noch was drin. Aber bis jetzt auch schon. Starke Ausbeute bis jetzt. Spielstarke Karten, gute Karten, Secret Rare mit dabei gehabt. Also, warum nicht? Richtig. Bis Pack tauschen. Nein, das letzte Mal bist du wieder eingefahren. Das mache ich nicht mehr. So, wir haben eine Metallenergie. Dann haben wir Notfall, Gele. Gelee. Mit Zunder, Serena auch. So glaub, stark. Überhaupt diese Karte. Weiß ich, alleine müsst ihr mal, Befehl vom Boss war schon gut. Ja. Aber tauschen Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein Tiefes aus, das ist im Prinzip wie ein Befehl vom Boss. Genau. Also. Und oft so legen gut. Die Leute One Price vorne hin, damit du dann und die Wii hinten und du was rüsten. Ist das das Psyau, was da hinten steht? Nein, das ist es sehr wohl. So, Psyau, Lampi, dann Dratini, Whoopsie, Medidi, Phoenixis! Also jetzt haben wir in jedem Pack immer dieselbe Karte. Also das ist schon lustig. So, Last Pack Magic, gönn das Vulpix noch. Gönn das noch. Nein, könnt nicht. Ja, muss ich sagen. Vielleicht ist es ja noch erstaunt. Wir haben schon so viel Hits. Ist zu wenig. Spaß. So, gehen wir rein. Wir haben schon 20 Hits. Was ist denn das? Dieses Set ist so krank. Das ist ohne Spaß. Stark. 20 sind das ja, schon? Ja, kein Wunder, dass das so steigt. Spielstark, geile Karten zum Sammeln, sehr viele Hits. Mega. Armaldo und Garstella. Das ist ja noch ein Hit, können wir da gar nicht haben. Das wäre doch zu heftig. Du hast jetzt viele weiße Codekarten gehabt. Okay. Und ich sag, du hast einen schwarzen. Oh. Aber muss nichts heißen. Ich sag, das ist halt cool. Es kann halt immer noch jetzt da. Ballern ohne Ende. Gewicht müsste auf jeden Fall ausgleichen. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir da noch was. Ich glaube, war jedes Mal ein strahlendes, wenn sowas war. So, ja. Wir haben Vista, Maka, unbekanntes Fossil, Aranestro, Humanolith, Monozyto, Trampignon, das ist so cute. Sankabu, Relicant, Relicant, Resladero. Und Last Pack Magic. Nein. Ein Grandra. Aber trotzdem. Aber mega starke Ausbeute mit 20 Hits, das ist schon brutal. Hetera Wii. Also nur die drei Karten da. Ja. Das ist schon. Ich glaube, das sind schon so Top Hits, die würde man gerne ziehen, hätte man gerne. Das auf jeden Fall. Das ist schon cool. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.